Das bringt doch nichts. Die Kollegen von der Spurensicherung haben alles gründlich untersucht. Irgendwas stinkt an der Sache. Ich weiß, dass dir die Sache nahe geht. Schließlich wolltest du ihr helfen. Es ist nicht nur das. Komm, die Akte ist so gut wie vom Tisch. Du konntest dem Mädchen nicht helfen. Irgendwann passiert sowas. Aber warum gerade sie? Sie ist rückfällig geworden. Zurück auf den Strich. Irgendein Arschloch wollte nicht bezahlen. Oder sie war im falschen Revier. Wir haben irgendwas übersehen. Ich weiß nicht genau was, aber ich habe so ein Gefühl. Sie hat ihr ganzes Leben noch vor sich gehabt. Sie hat wieder Mut gefasst und Pläne. Warum sollte sie jetzt... Einmal Nutte, immer Nutte. Red nicht so von ihr. Ja. Entschuldige. Ja, viele essen Kaugummi. Ja. Viele essen Kaugummi. Aber ich kenne nur eine, die das Papier auf diese Weise faltet. Und es dann noch zertritt wie eine Zigarette. Die kleine Schlampe hat zu weit getrieben. Sie hat es nicht anders verdient. Sie wollte mich auffliegen lassen. Das konnte ich nicht zulassen. Miststück. Georg, mach keinen Scheiß, ich warne dich. Trau mir nicht, Sonja. Sie ist in der Nacht aus deiner Wohnung gekommen. Woher weißt du das? Ich hab sie beobachtet. Auf den richtigen Moment gewartet. Der Moment war perfekt, als sie aus deiner Wohnung kam. Ich weiß ganz genau, was ihr da oben getrieben habt. Hast sie gefühlt. Man hat Spuren von Sperma gefunden. Was willst du jetzt machen?